Was geht ab, YouTube? Wir machen heute weiter mit Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers oder Fatal Frame, Maiden of Blackwater. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet. Im Gegensatz dazu erhaltet ihr natürlich auch etwas von mir. Und zwar, ihr bekommt dauerhaften Gaming-Content. Ich spiele sämtliche Spiele von A bis Z durch. Ihr könnt mir auch gerne was in den Kommentaren schreiben, was ich zocken soll, worauf ihr Bock hättet, was ihr sehen wollt. Dann bekommt ihr die meisten Spiele immer ein paar Tage vor dem Release zu sehen. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann droppt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit Project Zero. Ich habe richtig Bock, mir ins Höschen zu machen. Ich bin auch schon wieder hart lost, weil ich die ganze Zeit mit meinem Xbox-Controller gespielt habe. Und ja, das ist halt anders als ein Switch-Controller. Also, achter Tropfen, Renhoyo. Mio und Yuri befinden sich seit ihrer Rückkehr vom Hikami-Berg im Tiefschlaf. Okay. Nachdem Ren und Rui herausgefunden haben, dass Haruka von einem Geist entführt wurde, beobachtet sie die Mädchen argusaugend, um so einen erneuten Vorfall zu verhindern. Ich spiele erstmal auf leicht, da ich jetzt ein paar Tage nicht gespielt habe. Let's go. Erstmal gucken, was kaufen wir noch. Ein paar Kräuter sind immer gut. Nehmen wir mal 50 mit, ich muss mal mein Headset leiser schalten. 50 Weihwasser haben wir noch genug, wir brauchen Filme. 14 haben wir. Nehmen wir hiervon mal 60. 50. Ja, die Spukphänomene, die bewahren uns immer noch auf. Die möchte ich echt noch nicht usen. Nach ihrer Rückkehr vom Gipfel des Hikami-Bergs bricht Yuri erschöpft zusammen. Auch Mio schläft dabei ungewöhnlich tief. Besorgt, dass ungebetene Gäste sie bald heimsuchen könnten, entscheiden sich Ren und seine Assistentin Rui, die Überwachungskameras zu nutzen, um die Mädchen im Auge zu behalten. The surveillance cameras seem to be working. Now we can see if anything comes to pay us a visit. Rui, are you all right? I'm fine. Don't worry. Rui scheint ein bisschen bewusstlos zu sein, oder vielleicht schläft sie auch nur. Ich frage mich, woher das Grollen kam. Auf dem Berg muss wohl gerade etwas vonstatten gehen. Der Lärm hat Yuri und Mio zugesetzt. Ich sollte nachschauen, ob es ihnen gut geht. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder schauen, wo das den Flur zu bewachen hilft niemand. Es ist einfacher, die Überwachungskameras im Auge zu behalten. Natürlich, ja. Er hat sie gerade am Fernsehen geguckt, ja. Haruka Momose, das Mädchen, das Yuri gerettet hat, wurde vom Geist eines Mädchens weggelockt, das sich umgebracht hat. Es könnte auch noch etwas aufgetaucht sein. Ich muss die Überwachungskameras im Auge behalten, um zu sehen, ob es dem Mädchen gut geht. Klaro! Die Videoüberwachung schaltet automatisch zwischen den Kameras um. Wie um aufzustehen, aber ich sollte das doch im Auge behalten.
Scheint beiden zu gut zu gehen, aber ich sollte regelmäßig nach ihm sehen, um sicher zu gehen. Sie haben sich seit dem Unheil vorhin Drollen sehr merkwürdig verhalten. Was geht auf dem Hitamo-Berg noch vor sich? Ich sollte mich mit der Geschichte des Berges befassen. Es muss ja einige Bücher darum geben. Ich habe ein Buch mit dem Titel Regionale Bräuche gefunden. Es handelt sich von Bräuchen in der Gegend des Hikami-Bergs. Mikomori. In der Gegend des Hikami-Bergs gibt es einen Brauch, bei dem man das Wasser des Berges erhält. Die Leute nennen ihn Mikomori. Das Wasser wird in Fässer gefüllt, damit sie es mit nach Hause nehmen und für besondere Anlässe verwenden können. Es wird verwendet, um einen Neugeborenen zum ersten Mal zu baden oder die Körper der Toten zu reinigen. Der Brauch ist zurückzuführen auf den Glauben, dass die Seele aus dem Wasser kommt und nach dem Tod wieder dahin zurückkehrt. Ein anderer Verwendungszweck für dieses Wasser ist der Ruf des Berges. Laut einer alten Dame im Dorf gibt es hierfür ein Sprichwort. Hörst du den Schrei vom Hikami-Berg einst, wasche dich in Mikomori reinst. Wenn der Hikami-Berg einen Schrei ausstößt oder bebt, muss man in dieses Wasser eintauchen oder sich anders damit begießen. Dieser Brauch stammt wahrscheinlich daher, dass die Geräusche des Berges als schlechtes Omen angesehen werden, wogegen das Wasser eine Art Schutz ist. Du versickert das Wasser einmal, so verschwinden Töchter bald. Geht nicht suchend in Berg und Tal, wenn des Berges Grollen heilt. Hierbei geht es wohl um die Mädchen, die zum Berg gebracht wurden, nachdem der Schutz abgeklungen ist. Dies würde die Anzahl der vermissten Mädchen in diesem Gebiet erklären. Jetzt kann ich noch nicht wieder nach den Mädels gucken. Aber hier liegt noch irgendwo was. Da war es doch eben. Sein Buch über die örtlichen Volksanekdoten. Geschichten der Fotografie. Der Mikomori-Region hat unzählige Anekdoten über die Fotos der Toten. Viele davon sind in Aberglauben gehüllt, jedoch gewähren uns einige einen Einblick in die Bräuche einer längst vergangenen Zeit. Diese Geschichten sind zugleich sehr aufschlussreich und furchterregend. Verschwunden. Ein Mann zeigte einem Freund ein Foto. Auf dem Bild war ein leichter Umriss einer Person zu erkennen. Als er es sah, stieß der Freund einen Schrei aus und rannte davon. Jedes Mal, als der Mann sich das Foto darauf ansah, wurden die Silhouetten immer deutlicher. Es war die Silhouette seines Freundes. Man sah, dieser sei danach verschwunden. Die Fotobraut. Ein örtlicher Tunichtgut behauptete, von einem Tag auf den anderen verheiratet zu sein. Das Dorf organisierte eine Feier, jedoch war seine Braut nirgendwo zu sehen. Einer der Einwohner ging zu seinem Haus und hörte dort die Stimme einer Frau. Als er jedoch einen Blick hineinwarf, sah er nur den Mann. Von der Frau war weit und breit nicht zu sehen. Nachdem er tagelang sein Haus nicht mehr verlassen hatte, wollte er einer der Dorfbewohner nach ihm sehen, doch stand das Haus bereits leer, nur ein altes Foto blieb zurück. Darin war eine Braut zu erkennen, die ihr Gesicht versteckte und der vermisste Mann stand neben ihr. Die Person, die das Foto gesehen hatte, behauptete, dass die Braut ein Lächeln auf ihrem Gesicht gehabt hätte. Ich muss mehr über den Hikami-Berg herausfinden, wenn ich verstehen will, was da vor sich geht. Wieder auf die Überwachungskameras gucken. Ja, moin. Ich glaube, sie ist weg. Bitte sei nicht weg. Da ist schon mal die eine. Und da ist die andere schon gehabt. Aha. There is a ghost. Ich hasse Geister. Da ist schon wieder eine. Aber was soll ich jetzt machen? Wait a minute. Wow, geh mal weg. Ich habe mein Jugos Zimmer von einer Störung betroffen. Ich sehe besser nach. Was da los ist. Oh, dieser Switch-Controller macht mich total fertig. Drücke B, um dich von der Überwachungskamera abzuwenden und aufzustehen. Okay, überprüfe Jugos Zimmer. Vielleicht will ich das auch gar nicht. Warte mal. Kann ich jetzt hier überhaupt... Ja, kann ich. Jetzt die Frage, wo war ihr Zimmer? Ich habe das Spiel schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Da geht's nach oben. Ich glaube, es war... Ne, es war unten. Yugi war unten. Glaube ich. Ne, unten war das Büro. Es war doch oben. In der Mitte war dieses Zimmer von der Dings. Von der Mentorin, sage ich mal. Wow. Okay.
die weg, Mann. Diesmal war es noch nicht ganz so erschreckend. Nachher kacke ich mir wieder in mein Höschen, wenn wir wiederkommen. Weg, Mann. Jemand mal eine Knarre geben, bitte? Hallo, ich hätte gerne eine Knarre, bitte. Hatte jemand eine Knarre für mich? Oh Gott, sie hat sich gerade aufgeschlitzt. Geh weg. Geh weg. Hatte jemand bitte eine Knarre? Ist sie tot? Oh Gott sei Dank. Hier haben wir noch was. Jugis Notizbuch. Sie hat es als Tagebuch benutzt. Wenn mein Herz schwach wird, dann kann ich nicht einmal mehr atmen. Es kostet mich meine ganze Kraft, wenn ich nach Luft schnappen will. Ich kann mich nur darauf konzentrieren, einen Atemzug nach dem anderen zu nehmen. Das Leben selbst erschöpft mich zutiefst. Meine ganze Kraft fließt in es hinein. Der Tod schaut mir stets über die Schulter. Ich kann sie sehen. Flüsternde Leute, Leute mit gebrochenen Gesichtern, Leute mit zerfallenen Körpern, Leute, die mich mit blutigen Augen anstarren, Leute, die endlos weinen. Alles, was ich tun kann, ist, meine Augen zu schließen, meine Ohren zu bedecken und darauf zu warten, dass der Moment vorübergeht. Sie beobachten mich immer. Sie sagen, ich würde hier nicht hingehören. Es hätte besser werden sollen. Mein Zustand hätte besser werden sollen. Fuck it, Mann. Ich denke, was kommt da auf einmal unter dem Tisch vorgekrochen? Bro. Shit, Mann. Sie scheint einen Albtraum zu haben, aber sonst scheint es sehr gut zu gehen. Oh mein Gott. Ich sollte vielleicht da mal nachschauen. Sicher ist sicher. Widme dich wieder den Überwachungskameras. Die waren unten, genau. Ich bin hochgelaufen. Und dann waren sie unten. Badges sind wir auf jeden Fall. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Die Kleine ruht oder pennt immer noch. Gott, diese Musik, ne? Oh, auf so einem 7.1 Headset, das triggert mich immer übelst. Auch diese Geistermusik. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Okay. Ich muss auf jeden Fall aufstehen, glaube ich. Überprüfe Mios Zimmer. Vielleicht will ich das auch gar nicht. Kann mir jemand bitte auch fragen, was ich möchte? Vielleicht möchte ich gar nicht in diese Zimmer reingehen. Ja, vielleicht habe ich Angst vor Geistern.
Das war es auf jeden Fall nicht, das war eben schon leer. Was ist das hier? Man sagt, da bin ich so sicher. Die Tür ist verschlossen, das ist die Hintertür. Okay, da muss ich nach oben. Hier war Dings drin, die andere, Yuri. Gott. Dieses Feeling bei diesem Spiel immer. Hier ist Hisokas Zimmer. Müsste es ja theoretisch hier hinten links sein. Oh mein Gott! Fuck you, Mann! Steh doch da nicht einfach so rum, ey! Guckt der mit seinem kleinen Zeh durch die Tür? Weg! Hier ist er. Dieser Sound, ey, oh Gott! Alles in bester Ordnung, vielleicht war es nur eine technische Störung, am Arsch technische Störung, Mann! Dass die Alte da laufen sehen. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Aber wo? Da, öffnen. Ist nichts drin. Ja doch, Geschichten der Dämmerung. Dämmerung des Ikami-Bergs, das Beben. Vielleicht kann ich hier einen Hinweis finden. Der Name des Ikami-Bergs soll Berg, der höher als die Sonne steigt, bedeuten. Manche behaupten, dass die frühere Schreibweise eine andere Konnotation hatte. Nämlich Berg der Sonnengötter. Ich kann mir dessen jedoch nicht sicher sein. Was aber feststeht, ist die Existenz unzähliger Geschichten über die Dämmerung. Menschen können den Berg nur erklimmen, wenn die Sonne untergeht. Dies stammt wahrscheinlich von einer örtlichen Zeremonie, bei der Pilger ihre Reise in den Tod während des Sonnenuntergangs antraten. Man glaubte nämlich, dass zu dem Zeitpunkt das Jenseits seine Tore öffnen würden. Während des Sonnenuntergangs sollst du nicht gehen, Berg blicken? Okay. Erklingt der Schrei des Berges, so verlasse dein Zuhause nicht. Die dunkle Sonne wurde als Gott des Unheils gefürchtet. Die untergehende Sonne wurde als Omen dieser dunklen Sonne vielen zum Verhängnis. Erschütterungen wurden im Zusammenhang mit dem Schrei ebenfalls oft als Vorzeichen des Unheils angesehen. Auf dem Ikami-Berg glaubte man, dass das Wasser diese Beben auslöst und dass man eine Priesterin werden könnte, wenn man es hört. Anderen Sagen zufolge wuschen sich Einwohner während dieser Ereignisse in speziellem Wasser. Storytelling ist da, diese Folge. Sie scheint ein Albtraum zu sein, aber ansonsten geht sie gut. Widmen dich wieder den Überwachungskameras. Da hätte ich auch einfach durch die Tür nebenan laufen können, anstatt durch die ganze Bude zu rennen. Wieso ist der Fernseher? Ja, weiß ich auch nicht. Auf dem Bildschirm ist eine Störung zu erkennen. Ich schalte ihn besser aus. Oh Gott! Dieser Sound auf meinem Headset. Mann, Mann, Mann. Alter, leck mich am Arsch. Ja. Mann, Mann, Mann. Das Headset hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, moin, mein Stack. Tastenbelegung hier, ne? B ist A und A ist B. Ich hab Angst. Weg, weg, vielleicht will ich das gar nicht. Können Sie bitte aufhören, mich zu befummeln? Ich habe kein Interesse an Sie. Danke. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal heilen. Das hat. Oh, falsche Taste. Das hat doll geschluckt. Ist die Taste ja die was? Oder? Nein, die war's auch nicht. Die Taste war's. Ah. Okay, Überwachung.
ihr gerade, wie spät das ist? Gut, dann helfen wir mal. Gehen wir mal vorbei und sagen dem Buzzer, wie spät es ist. Das war hier rechts auf jeden Fall. Oh, ich kann dir sogar die Sekunden sagen mit meiner Armbanduhr, ja? What's up? Ja, er ist weg. Vielleicht. Ich hab Angst. Oh mein Gott! What the fuck, steht auf einmal. Ach, gleich auch noch zwei von denen. Könnt ihr das bitte unterlassen? Was machen die hier eigentlich? Was habe ich euch getan? RIP. So, oh ne, doch nicht. Ich kann dir die Uhrzeit auch sagen, du musst mir nicht gleich an Hals fallen, ja? Ich sag dir auch so, entspann dich. Es ist 10:45. Wo prüfen. Das Pendel der alten Standuhr schwingt langsam. Die Zeiger bewegen sich nicht. Sie muss kaputt sein. Ja, vielleicht. Gucken, wir sollten ja irgendwie mehr über die Geschichte herausfinden. Mal zur Abwechslung und aber rausgehen darf ich wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss hier bleiben und die überwachen. Ja. No problem, dann gehen wir back to the cameras, würde ich behaupten. Irgendwas geht hier noch ab, der Sound ist irgendwie ein bisschen strange. Ich hab dich gesehen, Süße. Oh mein Gott. Ja, moin, Meister. Ja, ich tut doch B. Tun mal ein Jugendzimmer so ausgeschaut. Das sollte besser nachsehen. Warte, Bootzimmer. Hä, der war doch eben noch da, ja? Ich hab mich doch hingesetzt. Und dann war der noch da. Oder? Oder? Ich will da nicht hoch. Ja, wir gehen außen rum. Hier war irgendwo noch so eine alte, hier draußen an den Fenstern. Oh, ach, der steht da ja. Moin Meister. Ah ne, das ist ja eine Sie. Rui ist ja eine Sie. Schon wieder vergessen. Hier waren wir noch nie. Ich war noch nie in diesem Teil des Haupts. Oh mein Gott. Mann, der geschleift wird. Das ist der Mann. Ja doch, ich war schon mal in diesem Haus. Aber das war vor, keine Ahnung, vor 3 Missionen oder so. Und dieses Haus ist doch verschwunden.
Und wo ist der Junge jetzt hin? Das Mädchen meine ich. Kann ich hier durch? Ja, kann ich. Ah, da ist er. Ja, das ist das. Das ist genau das Haus. Ich bin mir sicher. Wir nehmen das mal schnell auf. Ruhiges Tagebuch. Herr Hoyo ist von der Frauenfoto fasziniert. Er konnte noch nie gut mit Frauen umgehen. Jetzt scheint er sich jedoch zu verändern und ich kann nichts dagegen unternehmen. Ich möchte, dass sich zwischen uns nichts verändert. Die Beziehung, die wir jetzt haben. Ich mag die Doppeldeutigkeit. Er muss sich bald entscheiden. Ich frage mich wie. Ach ja, stimmt, da war ja so eine Story, die hat ja voll Bock auf mich. Das ist genau dasselbe Haus und dieses Haus war doch auf diesem Berg. Teilt er das nicht? Ich meine, der war doch da auf diesem Berg in diesem Haus. Und jetzt läuft. Check ich nicht, aber na gut, muss ich auch nicht verstehen. Vielleicht träumt er ja, vielleicht ist er auch eingepennt. Wo war der? Ach, da ist die Puppe. Und da ist eine schwarze Kiste, mein Meister. You all right? I need to go back to Mount Hakami. Can you take me there? What? No way. It's too dangerous. Well, if that's your answer, thanks for everything. You don't mind if I borrow this, do you? Maybe I'll be able to find Yuri as well. Hold on, wait. Did you kill her? I'm going. Goodbye. Ren fällt in einen Tiefschlaf, nachdem er die schlafende Yuri und Miyu über seine Überwachungskameras im Auge behalten hat. In seinen Träumen läuft er ruhig hinterher. Als er wieder erwacht, stellt er fest, dass sogar Yuri als auch ruhig verschwunden sind. Er bemerkt, dass Miyu sich gerade fertig macht, um bald mit Yuris Kamera auf den Hikami-Berg aufzubrechen. Als die Tür hinter ihr ins Schloss wird, ist Ren sichtlich verwirrt.